Okay. Was haben wir noch? Nichts, taktische Phase. Dann wollen wir mal taktisch klug Minas Tirith angreifen. Hier kann ich noch bauen. Ich würde echt gerne nach links gehen. Aber ich will Arnor wieder haben. Ich glaube, ich probiere jetzt nochmal hier anzugreifen. Das könnte funktionieren. Und dann weiß ich noch nicht. Der Zwerg, der. Greifen wir lieber da unten an. Und verschieben die Front ein bisschen. Ah, guck mal einer an. Okay, dann haben wir noch im Hinterland ein bisschen was. Ach, hier sind wieder so ein 360-Turmberg. Okay. Also einen Angriff machen wir. Der bleibt defensiv stehen. Okay. Nice! Also, hier können wir angreifen. Karok wird wieder mir gehören. Weil das sind bloß zwei Bogenschützenbataillone, ein Gang und so eine Zwergenhalle. Ist ziemlich easy. Sollte es sein, also es ist wirklich, ne? Was will er machen? Alles klar. Dann greifen wir an. Holen uns alle Fähigkeiten, die wir bekommen können. Und dann bauen wir ein paar Gänge. Okay, hier geht's dorthin. Dann geht ihr in Position und dann rückt ihr aus. Oh, Warge. Okay. Oh ja, mach hier Erfahrung, bitte. Perfekt. So, das gibt Geld. Der kann da so rumrennen. So, ab in Formation. Na los, ihr Maden. Da sind sie. So, bauen wir noch einen Gang. Irgendwo. Gerade eben ging hier doch was. So. Und angreifen. Wieso wird dort beides selektiert? Als ob da eine Einheit wäre, aber da ist keine, wenn ich hier anklicke. Sehr seltsam. Oh oh. Okay, ich baue lieber weiter Gänge. Und der greift jetzt da mal an. Na kommt. Na also. Sieht gar nicht so gut aus. Ich glaube, ich werde gleich Ausbildungsstätten brauchen. Ah, oh Gott, nö. Nicht ein Höhlentroll. Na komm. Na komm, habe ich gesagt. Ich will nur eine Spinnenhöhle haben. Das machen die Gegner hier echt gut. Die leben noch. Mit so einigen. Na dann hau rein, Azog. Das wird nämlich nicht einfach. Wem rennen oder was rennen die hinterher? Hier noch ein bisschen. Aha, da ist irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Keine Ahnung. Nein, du wirst sterben. Tut mir leid. Vielleicht überlebst du ja doch. Mit ein bisschen Glück.
So, irgendwo sollte ich mal weiterbauen. Fällt mir gerade so ein. Das ist sehr gut. Das braucht's nämlich auch. Der hat das echt überlebt, unglaublich. So, schwing mal die Peitsche. Den Streitwagen müssten wir zerstören können. Ja, relativ easy. Auch den hier. Kannst du mal bitte hier... Mach dann immer. Na komm. Genau, für Orks und Halbtrolle. Gibt's nicht, ist verboten. Okay. Gut, dann halt keine Erfahrung. Ja, ich darf nicht mal mehr. Sehr seltsam. Okay, ich bilde jetzt einfach Mastspinnen auf. Das passt schon. Erstmal. Und wenn ich irgendwann später ganz viel Geld übrig habe, bauen wir vielleicht noch zwei Klüfte. Mal schauen. Ihr könnt aber mal zurückgehen und hier das Ding einnehmen. Ja. Könnte hilfreich sein. Ah ja. Gut, Spinnen, Spinnen, Spinnen. Noch ein paar mehr. Den Schaden minimieren. So, Axtkrieger sind natürlich nicht schlecht, aber ob sie gut sind, na, ich weiß ja nicht. So, hier haut's mal drauf. Zack. Wunderschön. Und die nächste Horde Spinnen. Wo? Das könnte ich mir schnappen, zum Beispiel. Hier den Höhlentroll. Ja, Fledermaus, flieg da mal hin, bitte. So, gehört mir. Hallo, lieber Höhlentroll. Na komm schon, irgendwo hier muss ich doch bauen können. Bauen, bauen, bauen. Erstmal einen bauen. Und dann ordentlich auf die auf den Putz hauen. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, komm, das ist doch jetzt gewonnen, oder? Danach in Position. Und danach könnt ihr rumlaufen. Varge hat's ja auch noch. Meine Güte. Spinnenreiter. Bauen wir noch ein paar. Haben wir's jetzt? Na, komm schon. Na, also. Und schön ausgebildet. Hier habe ich jetzt gut viele Truppen. Alles klar. Gut, dann. Sicherheitshalber speichern. Ich wollte mal gucken, wie sieht das mit den Einheiten aus? Ah ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wo sind wir noch? Hügelgräberhöhlen? Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Helmsklamm schon wieder. Moment mal, habe ich da nicht ausgebildet? Ich habe da doch ausgebildet. Das wundert mich jetzt irgendwie. Das wundert mich jetzt wirklich. Na gut, dann machen wir halt nochmal Helmsklamm. Sei es drum. Wie auch immer, ist egal. Diesmal haben sie... Verdammt, ich habe wieder nicht nachgeschaut. Und diesmal haben sie keinen einen. Aber sie müssten dieses Mal, müssten sie... Nee, da müsste wieder der Nazgul sein. Und sie haben halt keine Bogenschütze und nichts dabei.
Das heißt wieder instant zwei Türme klatschen. Turm ist Y. Ah ja. So, dann zeig mal her, ob die Befehle überhaupt was taugen hier. So, dann bauen wir den noch. Seitentor. Seitentor. Also mir tät's ordentlich stinken, wenn ich die Menschen wäre und Orks Helms Klambe ersetzt halten würden. Das tät mir gar nicht taugen. Das muss echt nett sein. Wie laufen die denn? Verteilen sich halt komplett überall. Bis sie jetzt hier irgendwo zusammenlaufen? Ah ja. Alles klar. So, raus mit euch. Los, 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 los. Was macht der eigentlich? Rennt er seitwärts gegen die Mauer und... Okay, whatsoever. Wir haben Befehle. So, wo sind meine Gegner? Irgendwo hier müssten sie sein. Irgendwo hier. Weil sie von der Seite links gekommen sind. Vermute ich jetzt mal. Okay, ich habe den Doppelturm fertig. Der geht dahin. Zwang. Die gehören jetzt mir. Wo hat's denn hier Rohstoffe? Ach da, guck mal an. Sehr schön. Na? Gib Geld? Oh, nice. So. Dann noch ein bisschen Spionage. Obwohl, lauf mal ein bisschen weiter und zeige mir, was du so siehst. Ist es bloß ein Gegner? Ah! Ist ja bloß ein Gegner. Ja, dann ist ja noch einfacher. Dann kann ich das Tor ja gleich wieder aufmachen. Soldaten! Wir werden dann fertig mit euch, ihr faulen Säcke. Also dann ist ja wirklich easy. Wir haben Befehle. Hier entlang. Macht euch kampfbereit. Wenig Schaden er halt drückt, ne? Sie sind schwach. So, dann gibt's wieder. Hier Zwang. Und schon gehören sie mir. Dann Rohstoffe rauben. Und dann kann der mal abhauen. Ja, das Türmchen oder was auch immer du da baust, bringt ja auch nicht viel. So, bauen wir hier noch was. Hier noch was. Da kann man noch so ein Spinnenteil bauen. Das Land muss gereinigt werden. So, hier habe ich Bogenschützen. Greifen da an. Der greift hier an. Ach, auf einmal dreht er doch um. So. Ja, hier lohnt sich der Zwang halt schon fast wieder nicht, ne? Ich mach's jetzt trotzdem. Wo ist denn der? Da ist er. So, Spinnendingsbums ist fertig, da bauen wir ein neues. Ist eigentlich schön, dass ich einfach mal so ein bisschen chillen kann, weil das ist schon ziemlich easy hier. Ja. Geh in den Gang, da bist safe. Wir können es mal da hochgehen. Und da bauen wir uns einfach weiter auf. Armer Fernand Nazgul stirbt gleich. Ja, der ist jetzt tot. Komm schon, so viele Pfeile.
Na also. Ah, dann kam mein Held wieder raus. Gra Dunkelschwinge. Ein wunderschöner Name für einen. Was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Haradrim oder ein Ostling? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Held ist. Ich meine, von den Fähigkeiten her ist es das gleiche, aber trotzdem. So, ihr geht's da rein. Und dann geht's ja da wieder raus. Na los, schnell, schnell, schnell. Na komm. Na los. Wir schaffen es da echt nicht raus, oder was? Naja, dann halt nicht. Wissen wir auch Bescheid. Stört aber auch nicht. Geld habe ich ja genug. Ah, okay. Geht jetzt vielleicht was? Ein bisschen Zwang. So, und jetzt ein bisschen was von allen. Das da, das da, das da, das da. Ja, das ist gewonnen. Das ist sehr schön. Gibt's mehr Spinnen? Hat er noch irgendwo Rohstoffe? Ja, natürlich. So, die Türmchen fallen, die Ohrgrube fällt, er ist verloren für ihn. Irgendwann hat er noch einen Baumeister, aber der macht's auch nicht mehr lang. Da ist noch ein Türmchen. Da ist noch ein Baumeister. Aha. Und gewonnen. Nice. Und richtig stark viel ausgebildet. Das ist auch sehr nützlich. Gut, gut, gut. Na, die Elben haben sich nämlich schon selbst zurückgezogen. Alles klar. Tut mir furchtbar leid, aber das war's jetzt erstmal. Für heute mit den Aufnahmen. Ja, bin durch. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Hier Minas Tirith, da Cardolan, hier noch ein Land. Das haben wir tatsächlich auch schon eingenommen. Es sieht wieder besser aus. Also ich habe es rumreißen können. Das war ja mal kurzzeitig ganz schwer, aber geht jetzt wieder. Schaut besser aus. Wir stehen ganz gut da. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Wünsche, Kritik und Anregungen ab in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann. Ciao.